Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video bei WD915 und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es mal wieder um den Works Lenroid und ich habe ja bei den Mitbewerbern Husqvarna und Gardena mal ein bisschen rumgestöbert und da ist mir immer eine Sache besonders aufgefallen. Die haben so ein Leit- oder Suchkabel. Dadurch, dass das Suchkabel an die Ladestation angeschlossen wird, hat er einen schwachen Stromkreis und erzeugt dadurch ein magnetisches Feld, was der Mähroboter, der darauf ausgerichtet ist, der wahrscheinlich ein innenliegendes Modul installiert hat, der spürt dieses Magnetfeld auf. Welche Aufgabe dieses Such- oder Leitkabel hat, ist eigentlich relativ einfach. Es soll den Mähroboter den Weg in die Ladestation möglichst auf den schnellsten Weg ermöglichen. Das ist natürlich eine ganz interessante Geschichte, wenn man einen sehr verwinkelten und großen Garten hat, dass man den Mähroboter eigentlich schont, dass er sich weniger abnutzt und vor allen Dingen, wir kennen das ja, gerade in den Ecken fängt er ja an, auch mal mit den Reifen durchzudrehen, weil er viel Kraft braucht, sich um die 90 Grad zu drehen und so weiter und so fort. Und das nutzt sehr oft auch das Profil der Reifen ab. Also so ein Such- oder Leitkabel für den schnellen Weg in die Ladestation. Es ist gut für den Mähroboter, der wird dann durch nicht sehr groß beansprucht. Interessant ist natürlich so ein Such- oder Leitkabel, wenn der zum Beispiel der Mähroboter seinen Akkustand ziemlich niedrig hat, damit er schnell in die Ladestation findet und natürlich auch unkompliziert. Er braucht dann auch keine großen Ecken und Kanten fahren, sich mit großen Manöver auseinandersetzen. Wie ich das jetzt hier auf der kleinen Animation mal zeige, hier habe ich diesen Leitdraht mal installiert. Hier fährt er ganz normal los und mäht den Rasen, befindet sich im äußersten Ende des Gartens. Hier begibt er sich wieder auf dem Rückweg, weil der Akkustand niedrig ist oder der Regensensor angeschlagen hat. Hier kann er ganz geradeaus an den Suchkabel entlang fahren und er braucht diese Ecken nicht fahren, die ich hier gerade gekennzeichnet habe mit den Pfeilen. Die fallen natürlich aus. Und die brauchen natürlich auch Kraft- und Wendemanöver. Das hat er jetzt hier über dieses Kabel nicht gehabt und kann also geradewegs in die Ladestation fahren. Es ist gut für den Mähroboter, der wird dann durch nicht sehr groß beansprucht, weil man diese Such- oder Leitkabel sehr schlaufen- oder großräumig verlegt. Man legt die nicht in Ecken, also auf keinen Fall Ecken verlegen, vor allen Dingen noch nicht mal in 90 Grad oder so, sondern einfach schöne große Schlaufen und Kurven, damit er sich sehr schön weit ausfahren kann und nicht noch dann wieder beansprucht wird mit nur irgendwelchen 90 Grad Innen- und Außenecken. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein, was jetzt so alles möglich ist mit einem Such- und Leitkabel. Letztendlich will ich heute euch mal zeigen, dass so ein Such- oder Leitkabel in entferntesten Sinne auch mit einem Works Lenroid umsetzbar ist. Bei einem Works Lenroid ist es natürlich so, dass er dann das ganze Grundstück anhand des Begrenzungsdrahts abfahren muss, bis er dann wieder in die Ladestation kommt. Das ist natürlich viel Mühe und Kraft und Akku-Energie und natürlich die Sache mit den Verschleißmaterialien. Ja, und da sind natürlich die Mitbewerber Husqvarna und Gardena. Gut, ist ein Verein und die haben natürlich so ungefähr dieselbe Technik drin. Und das ist natürlich die Leit- und Suchkabelfunktion. Haben wir denn auch bei Works Lenroid so eine Einrichtung? Jein. Ich sag mal so, ich habe mir immer mal die Mühe gemacht, um irgendwo einen Ausweg zu finden, um mir auch für meinen Works Lenroid M500 diese Wege zu ersparen, gerade wenn man ein großes Grundstück hat. Diese Variante, die ich jetzt aufmache, die hat natürlich Pro und Contra. Das ist also nicht so eine richtige reine Such- und Leitkabelfunktion, sondern ich beruhe mich hier auf die Funktion des Off-Limits-Modul. Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass bei den verschiedenen Modellen auch der Sensor unterschiedlich positioniert ist unter dem Mähroboter. Bei dem Modell WA0863 ist er so ein bisschen links positioniert worden unter dem Mähroboter und bei dem Modell WA0892 ist er genau mittig vorne und da müsst ihr darauf achten, dass der Sensor auch mittig auf dem Begrenzungsdraht positioniert wird. Bei Works Lenroid haben wir natürlich die Möglichkeit, sowas ähnliches zu erstellen. Für diejenigen, die das Off-Limits-Modul haben, haben die Möglichkeit, das mit Magnetstreifen zu praktizieren. Ihr könnt diese, so nennt sich die Methode, Shortcut-Methode, beliebig oft anwenden auf euer Grundstück, um
ja, Wege zu sparen. Außer ihr dürft natürlich nicht in Kurven diese Magnetstreifen installieren, sondern immer nur auf gerade Linien. Für diese Methode braucht ihr zwei Magnetstreifen a 20 cm lang und müssen einen Abstand von 30 cm auf den Begrenzungsdraht gelegt und bzw. installiert werden mit diesen Plastikherden. Ich habe jetzt hier mal eine kleine Zeichnung und Animation gemacht. Ihr könnt das so machen, wie ich das jetzt hier aufgezeichnet habe, also beliebig in eurem Grundstück. Im Abstand von 30 cm könnt ihr zwei Magnetstreifen installieren, die also quer zum Begrenzungsdraht liegen, dass er immer rechts rausfahren kann, wie jetzt hier auf der Zeichnung dargestellt. Und er packt sich dann auf der anderen Seite das Feld und fährt dann weiter zur Ladestation, wie man hier sieht. Ich kann ihn natürlich jetzt hier nicht wie beim Leitkabel oder Suchkabel der Mitbewerber direkt auf den Weg schicken, sondern er muss jetzt hier in dem letzten Drittel quasi den ganzen Begrenzungsdraht abfahren. Wir haben nur den Begrenzungsdraht bei Works Blenvoid und da muss er sich jetzt hochangeln. Ich kann ihn jetzt nur im untersten Drittel quasi den Weg abschneiden durch diese Magnetstreifen. Das kann man beliebig machen, da solltet ihr euch Pläne machen. Wenn er natürlich in einer anderen Richtung rausfährt, also sehr ungünstig, wie ich jetzt hier in der Animation mal zeige, dann dreht er sich immer im Kreis, dann bleibt er immer im unteren Drittel stecken. Also ihr müsst euch schon dann auch einen Ausweg finden, damit er wieder raus kann und den Weg weiter verfolgen kann bis zur Ladestation. Das ist natürlich eine schöne Alternative bzw. Lösung mit dem Off-Limits-Modul, um dem Works Blenvoid noch Wege zu ersparen, um natürlich auch die Hardware bzw. Mähroboter selber und seine Verschleißteile zu schonen. Wenn ihr diese Magnetstreifen jetzt installiert habt, um den Weg abzukürzen, dann ignoriert er diese auch bei dem Randschneiden. Er fährt also einfach drüber und er ignoriert auch die Magnetstreifen oder die Shortcuts, wenn er jetzt den Begrenzungsdraht folgt, um in eine andere Zone zu fahren. Also wenn ihr mehrere Zonen aufgeteilt habt auf eurem Grundstück und ihr fährt von einer Zone zur anderen, dann folgt er ja quasi dem Begrenzungsdraht am Rand und dann ignoriert ihr auch diese Magnetstreifen. Ich habe das Thema mit diesem Off-Limits-Modul auch mal angesprochen in meinem Video zu dem Update 3.25. Das könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal anschauen. Da habe ich dieses Update nochmal ziemlich ausführlich erklärt, was da alles an Neuerungen ist. Und diese Möglichkeit mit dem Off-Limits-Modul kam also erst so mit dem 3.25-Update. Da wurde das eigentlich nochmal ein bisschen überarbeitet und verbessert. Seitdem ist es mit dem Update möglich, das so einzurichten. Ihr könnt euch das Video nochmal anschauen. Ich blende euch dann nochmal hier ein, den Link. Ansonsten verlinke ich euch das Video nochmal unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr noch mehr wissen wollt über Works Blenvoid Mähroboter, dann geht einfach mal in meine Playlist. Die ist unten auch nochmal verlinkt in der Videobeschreibung. Da habt ihr Möglichkeiten, etwas über die Updates zu erfahren oder praktische Anwendungen über die Offroad-Räder und. Ich habe so einige Videos gemacht, die könnt ihr euch da alle mal anschauen. Wir sehen uns demnächst im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.